Das InControl Touch Pro Duo System im neuen Range Rover Velar verfügt über zwei 10 Zoll Full HD Touchscreens, die simultan bedient werden können. Wie genau das funktioniert und wie es aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Willkommen in der Zukunft. Bei Range Rover gehören überladene Mittelkonsolen mit vielen Knöpfen, Schaltern und Rädchen seit dem Velar der Vergangenheit an. Die zwei wirklich riesigen Touchscreens hier lassen sich unabhängig voneinander bedienen. So kann zum Beispiel oben die neue Zielführung fürs Navi eingestellt werden, während man unten Klima und Radio regelt. Auch für die Sitzheizung haben sich Ingenieure eine ganz pfiffige Lösung ausgedacht. Ganz vollständig kann nämlich auch Land Rover noch nicht auf die physischen Bedienelemente verzichten. Und das ist auch gut so. Die beiden Drehschalter in der Mittelkonsole passen sich der jeweils bedienten Funktion, zum Beispiel dem Einstellen der Temperatur, an und lassen sich komfortabel bedienen. Zur Regelung der Sitzheizung muss zum Beispiel einfach nur kurz gedrückt werden und schon wechselt man von der Temperatureinstellung in die Einstellung der Sitzheizung. Auch die Offroad-Fahrprogramme lassen sich nun per Touchscreen erreichen. Oftmals folgt die Bedienung hierbei ganz intuitiven Mustern. Besonders praktisch in Verbindung mit den Touchscreens sind auch die berührungsempfindlichen Lenkradtasten. Die haben zwar im Grunde genommen die gleichen Funktionen wie herkömmliche Tasten, passen sich aber, wie schon die Drehschalter hier unten, dem jeweils einzustellenden Menü an. Besonders elegant ist dabei die Einstellung der Lautstärke gelungen. Diese wird nun, wie beim iPod der ersten Generation, durch Kreisen auf dem Touch-Element eingestellt. Außerdem, während eines Anrufs sieht eine Taste anders aus als danach. Der Bedienkomfort wird abermals durch eine frei konfigurierbare Taste erhöht. So kann ich ganz individuell eine häufig genutzte Funktion, wie zum Beispiel das Abbrechen der Zielführung, als Direktzugriff erreichen.